Willkommen beim Baku City Circuit, wo das freie Training für den großen Preis von Aserbaidschan in Kürze beginnen wird. Dies ist eine technisch anspruchsvolle Strecke mit hohen Geschwindigkeiten und einer Zielgeraden, die doppelt so lang wie die Gegengerade in Shanghai ist. Mal sehen, welches Team die richtige Balance in den Einstellungen treffen wird. Jede Menge Aktivität in der Boxengasse. Wir warten auf das grüne Licht und damit auf den Beginn der Session. Stefan Römer, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Was erwartest du, wenn die Autos dann endlich auf der Strecke sind? Naja, in einer freien Trainingssession kann man sich nie genau sicher sein, welche Strategie die Teams anwenden, wie viel Treibstoff sie im Tank haben und so weiter. Man darf sich auch nicht dazu hinreißen lassen, aufgrund der schnellsten Zeiten auf dem Monitor irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen. Was wir allerdings tun können, ist, in einigen aufeinanderfolgenden Runden auf die Konstanz zu achten. Wenn also jemand die halbe Grand Prix-Distanz zurücklegt und konstant eine halbe Sekunde schneller ist als ein anderer Fahrer, der dasselbe macht, ist das generell ein guter Indikator für ein schnelles und solides Renntempo. So. Jetzt erst mal aufs komplette Wetter schauen. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Alles trocken. So, immer auf die Strecke. Bisschen konzentrieren, weil die Strecke vor allem scheiße eng ist. So, gut durch dieses enge Eck hier durchgekommen. So, jetzt geht's auf diese ellenlange Gerade. So, mal gucken, ob wir hier auch wieder so guten Ergebnis holen wie die letzten drei Rennen auch. Da, verdammt. Das meine ich. Thank you.
Versuchen wir mal ein bisschen was nachzulegen, was die Zeit betrifft. Gehen wir gleich hier nicht hin. Jei. Noch eine Runde fahren wir. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht schnell genug sein wird. Naja. So. Guti. Reicht auf jeden Fall zumindest mal für die Spitze. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Gasly, Richter und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, Training 1 durch, Ruby. Und rein in Training 2.
klar. Programs to run during these practice sessions, you can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. So, geh mal rein. Training 2. Ja, so ein Teamkollege da vorne. Mal was einzustellen, Moment. Gehen wir mal auf Hotlap. Wir wollen ja jetzt ein bisschen was zeigen. Nur relativ schnell jetzt vorbei, ohne dass wir uns gegenseitig behindern oder sonst irgendwas. Was aber jetzt genau passiert. Naja, wir müssen eine neue Runde fahren noch. sechs oder so hat man, glaube ich, war eben die Bestzeit. Oder 43,5 oder irgendwie sowas. Noch fahren. Nachdem hat es richtig Zeit gekostet. Bleiben wir vor Klepp. Haben wir genug ERS übrig. Out of fuel. You need to pit within the next two laps.
immer mal wieder wird zwischendurch ein bisschen grün angezeigt, aber das reicht nicht. Ja, gut, was gewonnen jetzt gerade hier in der Altstadt? Das müssen wir jetzt nur mitnehmen. Ja, viel zu viel liegen lassen. Keine AS. Machst du gar nichts mehr. So. Gut. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Gasly und Sergio Perez. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. So. Nächster Training. Ausdrückt. Dritte Training, 2 bis 3 Runden machen wir wieder. Für die Runde nicht. Das war knapp.
43,3. Auf Soft. 42,1. Da war die Runde nicht mal gut. Und ich für noch eine Bisszeit. 41,7. Ja. So. Noch eine kriegen wir eh nicht hin. Das heißt, wir sind durch für das Training für heute. Oh, mit Abstand. Dann war's das. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Richter, Perez und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Mhm. Supi. Gut. Dann war's das. Bis morgen.